Bei Fragen, Sorgen, Nöten oder Anträgen einfach an meine E-Mail-Adresse petty@guitar-camp.de. Viel Spaß! Ja, hi, ist der Petty und ich dachte eigentlich, ich wäre durch mit Weihnachtsliedern, aber da habe ich mich getäuscht und die Rechnung ohne meinen fleißigen Abonnenten gemacht, der nämlich da wissen möchte, wie spielt man Es schneit. Ist jetzt nicht so das Weihnachtslied, aber es ist ein Winterlied, deswegen habe ich das jetzt mal so mit reingepackt und die Bommelmütze wieder aufgezogen. Und wir starten mit einer Gitarre. Funktioniert? Der Trick funktioniert immer wieder, oder? Okay, nein, wir starten mit dem Lied. Es tut mir wieder jetzt schon leid, dass ich angefangen habe zu singen oder dass ich anfangen werde zu singen. Das Lied ist ganz einfach, wirklich. Also wirklich ganz, ganz einfach. Die Akkorde sprechen wir gleich noch durch. Es gibt einen kleinen Barré, den können wir wieder ein bisschen abspecken. Aber dazu später. Wir fangen dann mal an. Und wir haben einen kleinen Gesangsauftakt. Das heißt, es schneit. Ne? Aber das werden wir gleich noch sehen. Wir nutzen diese kleinen Drum-Pattern mal, um uns ein wenig zu helfen. One, two, three. Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wie gepudert aus. Es schneit, das müsst ihr einfach sehen. Kommt mit, wir wollen rodeln gehen. Wir laufen durch die weiße Pracht und machen eine Schneeballschlacht, aber bitte nicht mitten ins Gesicht. Es schneit, nimmt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wie gepudert aus. Es schneit, das müsst ihr einfach sehen. Kommt mit, wir wollen rodeln gehen. Aus Grau wird Weiß, aus Laut wird Leis. Die Welt wird zugedeckt. Und von der Frühlingssonne wird sie wieder aufgeweckt. Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wie gepudert aus. Es schneit, das müsst ihr einfach sehen. Kommt mit, wir wollen rodeln gehen. Ja, für Versinger übernehme ich keine Dings da. So, also, warum ich da hingeguckt habe, da liegt der Text. Ich habe den ja nicht im Kopf. Ne? So, okay, wirklich ganz einfaches Ding. Ich habe einen Vers weggelassen. Ich packe aber alles wieder am Ende des Videos hinten rein. So, ihr benötigt folgende Akkorde. Bzup. Wirklich sehr einfach. Also, ein D-Dur, den sollte mittlerweile jeder können. Dann ein A7, wirklich auch ganz einfach. Ihr nehmt einfach den A-Dur, wenn ihr ihn so greift wie ich, und lasst einfach den Ringfinger weg und dann habt ihr ein A7. Kommt schöner, ihr könnt aber auch ein A-Dur spielen, also ist wurscht. So, und der komplette Chorus besteht nur aus Ds und A7s. Ne? Wirklich sehr einfach. So, dann die Verse. Die Verse bestehen aus A7s und Ds und einem G. So, wir fangen einfach mal mit dem Chorus an. Wie gesagt, ihr habt einen Gesangsauftakt Auftakt und das geht dann so. Es schneit, kommt alle aus dem A7. Die Welt sieht wie gepudert. Ne? Also wirklich sehr einfach, ihr habt es ja gesehen. So, also wir spielen die ganze Zeit von D auf A7, dann geht es in die Verse. Da würde ich dann wirklich nur ganze Noten spielen, beziehungsweise halbe Noten. Wir laufen durch die weiße Pracht und machen eine Schneeballschlacht. Jetzt kommt das G. G da bitte, D. Dann stoppen wir und dann machen wir ein A7 oder ein A-Dur mitten ins Gesicht. Ne? So geht das bei allen Versen. Wirklich sehr einfach. Aber bitte nicht mitten ins Gesicht. Ne? So. Also ungefähr so wie bei in der Weihnachtsbäckerei. Ne? Mit so einem Break. Pack. Und dann geht's weiter. So, bei der Bridge, da, deswegen, ich habe einen Vers ausgelassen, ich wollte jetzt nicht alles singen und euch den letzten Nerv rauben. Bei der Bridge ist es so, oder also so mache ich es, dann singt er langsam, aus Grau wird Weiß. Ne? Da würde ich dann aus Grau und dann die letzten beiden Seiten anschlagen, also die eigentlich beiden obersten, aber also Seite 1 und 2. Das ist die hohe E- und die B-Seite, das dann so.
aus Grau wird Weiß, aus Laut wird Leis. Und jetzt die Welt, da spielt ihr in B-Dur, je nachdem, ob ihr mit den Fingern reinkommt oder halt nicht. Na, dann spielt ihr in B-Dur. Die Welt wird Zuge E-Moll deckt. Und dann redet er ja nur noch von der Frühlingssonne. Wenn ihr dann das A spielt, von der Frühlingssonne, dann redet er ja wirklich relativ langsam. Von der Frühlingssonne wird sie wieder aufgeweckt. Da könnt ihr dann in Achteln versuchen, das A-Dur einfach mal durchzutipseln. Das habe ich jetzt gerade vergessen beim Singen, aber das geht dann auch. Ne? Also, die Welt wird zugedeckt und von der Frühlingssonne wird sie wieder aufgeweckt. Ne? Das könnt ihr da machen. Wirklich sehr einfach. Und anstelle des Bs, der eigentlich relativ einfach ist, ihr müsst ja nur einen Powerchord greifen und dann irgendwie die unterste Seite noch mit runterdrücken. Aber ihr könnt natürlich auch den leichten spielen, indem wir vom B-Dur die beiden hier nehmen und den untersten. Und dann haben wir, na, das wäre zweite Bund auf der hohen E-Seite, vierte Bund auf der B-Seite und vierte Bund auf der G-Seite. Und dann habt ihr ein B-Dur. Ne? Funktioniert auch. Klingt ein bisschen lasch im Gegensatz zu dem hier, aber funktioniert. So, das war's mit dem Song. Wie gesagt, ich blende jetzt gleich noch die ganzen Texte ein. Oder wer das gerne als Word-Dokument haben möchte, schickt mir einfach eine E-Mail. Gut. Das war's von mir. Ich wünsche euch ein frohes Fest und sag Adios, ich bin der Petty, tschüss und goodbye.